Hallo und willkommen YouTube zurück zum Polizeisimulator. Und ich würde mal sagen, ich habe einen Tag Urlaub genommen jetzt. Und ich würde sagen, wir machen mal eine Streife, mit eine Fahrzeugstreife in North Point. Schichtbeginn, 30 Minuten, Katschau. Ne? Alter, schon los jetzt. So, hier, Officer Frank Miller meldet sich zum Diensten. Aus dem Weg. Bisschen Unruhestifter, pass auf, Ingrid. Ja. Wir hatten in den letzten Tagen reichlich Anrufe wegen der Parksituation. Halten Sie die Augen offen, ja? Verstanden. Ja, lass mich doch erstmal zu meinem Streifenwagen gehen. So. Und wir nehmen jeden Verdächtigen aufs Korn. So was von. Oh ja, das Auto. Uno Momento. Ich werde mal ein bisschen runterdrehen. Ist besser, glaube ich. Muss ich denn hier hin? Alter! Hier ist 4561. Ich sehe mir den Unfall an. Was für ein Unfall? Ich habe nichts gesehen. Ich habe keinen Unfall gesehen. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ich bin ganz normaler Cop auf Streife. Was machen Sie da oben? Steine schmeißen? Alter, die Autos sind aber auch extrem laut. Den müssen wir anhalten. Was ist denn jetzt los? Ja, war auch noch ein Unfall, Junge. So. Boah, den hätte ich ja auch gleich rausnehmen müssen. Ey, sorry, dass das so laut ist. Boah, Mann, die Sounds, da müssen wir aber noch dran arbeiten. So, hallo? Fahrzeug. Ich muss Sie festhalten, da Ihr Wagen übermäßig raucht. Ich habe mein Auto bin gerade mit lassen, anderen Officer. Was hat sie? Zeigen Sie mir bitte Ihren Führerschein und wenn möglich einen Sie hat Ihr Auto pimpen lassen? Ja, bitteschön. Sind Officer verfügbar? Wir brauchen Unterstützung. Nein, sind's nicht. So, abgelaufen. Die... Steigen Sie bitte langsam aus dem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. Da kommen so viel Bußgelder auf dich zu. Junge. Hier ist 4561. Ich kann das übernehmen. Was übernimmst du? Ich werde einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Hier Einsatzzentrale, wir haben einen Notfall. Ist ein Officer verfügbar? Bitte melden. Unterwegs. Okay, wir schauen nur nach, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. 0,02. Ich muss Ihnen einen Strafzettel wegen Fahrens mit rauchendem Auspuff ausstellen. Das macht 300 bis 400 Dollar. So viel Geld habe ich nicht. Ist mir egal. Fahrer? Ja. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. So viel Geld habe ich nicht. Hast du schon gesagt? Sie jetzt hopp. Schönen Tag noch. Und fahren Sie vorsichtig. Muss hier einen üblen Unfall aufnehmen. Also nicht mein Fahrzeug, aber irgendwas anderes. Geh weg, Mann! Detective! Ja, ist ziemlich laut, aber es muss sein. Bam!
Kann sich einer mal mein Fahrzeug ansehen? Ich hab da jetzt keine Zeit, weil der nicht geblinkt hat, Mann. Mann, was macht ihr denn hier? Standen ihr schon immer auf der Straße hier? Der Wagen driftet aber auch wie scheiße. Und wehe, das ist kein schwerer Unfall. Ich habe nicht mehr viel Zeit, nur noch die Hälfte. Mann, dieses Fahrzeug hat kein Blinker gesetzt. Das interessiert mich doch ein Scheiß. Die Sirene bloß aus. Ach du Heiliger Klavautermann, was ist denn hier passiert? Ich sehe das gleich, komm. Ich fahr beiseite. Und dann kommt der Krankenwagen nicht durch, nischt. Ich hau ab. Dieses Fahrzeug hat keinen Blinker gesetzt. Mein Gott, was ist hier passiert? Ansprechen. Verletzte Person, RTW erbieten. Ich werde die nach und nach holen. Weil ihr... Wisst, was bei den letzten Folgen passiert ist, ne? Die sind ja völlig ausgerastet. Kommt denn der her? Da aus der Seitenstraße oder was? Ja. Ich werde mal in Ruhe Fotos machen. Nimm mit hier. Wie, was haben wir hier? Drei Fall. Ist nichts Schlimmes, glaube ich. Gut. Da liegen noch drei. Da liegen doch noch zwei. Ja. Ich glaube, ich kann gehen. Alter Finne, was ist denn hier passiert? Sieht ja schlimmer aus wie meine Karre. Wie geht es Ihnen, Officer? Alter, das interessiert mir jetzt so ein Scheiß, ob mich jemand grüße oder nicht. Was ist denn hier los? So, warte mal. So, kann ich jetzt mal... Okay, was ist passiert? Oh. Hören Sie mich? Ich habe Schmerzen, aber nur leicht. Glück gehabt. Okay, sie nimmt anscheinend alle mit. Wo wir sie weiter untersuchen werden. Können Sie alleine gehen? Ja, das geht. Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Mein Lieblingslied lief und plötzlich spürte ich einen Aufprall. Bitte zeigen Sie mir Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein. Ja, Officer, bitteschön. Mein Lieblingslied lief und plötzlich spürte ich einen Aufprall. Hören Sie mich? Ja, mir ist aber schwindelig. Sie sollten mich zur weiteren Untersuchung lieber begleiten. Können Sie selbst zum Krankenwagen gehen? Klar, ich werde es versuchen. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. Alter! Ich werde eine Probe nehmen, um was zu sehen, ob ist Sie vor mit dieser Betäubungsmittel genommen haben. Stadt! Hätte jetzt noch gefehlt. Sie sind festgenommen, da Sie betrunken gefahren sind. Bitte kooperieren Sie. Bitte, tun Sie das nicht. Du kriegst noch ein Bußgeld, weil dein Führerschein abgelaufen ist. Was genau haben Sie gesehen? Ich bin immer noch geschockt. Ich muss erst mal den Kopf freikriegen. Was Sie gesehen haben? Den Führerschein und, wenn möglich, den Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer. Vorbildlich. Bei ihr liegt keine Schuld. Okay, wir schauen nur nach, ob sie unter Alkoholeinfluss stehen. 0,001. Naja gut, das wird noch von der durchzechten Nacht sein oder so ein Scheiß. Aber das kann doch nicht sein. Saufen die hier alle am Steuer? Ich nehme noch eine Probe, um zu prüfen, ob sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Nee. Kann den Unfallbericht übergeben, ne? Hier, ja. Ihr Unfallbericht. Das ist ein genauer Bericht. Vielen Dank.
Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. Die fährt doch mit der Karre nirgendwo mehr hin. Hallo? Ah, schön, dass Sie gewartet haben. Danke, danke. So, ich werde noch, was war bei der Führerschein, ne? Ich muss Sie mit einem Bußgeld wegen Mitführens eines abgelaufenen Ausweises belegen. Das macht zwischen 75 und 100 Dollar. Ach, kommen Sie schon, so viel? Die ist doch noch Sternhagel voll. So, Unfallbericht übergeben? Alles klar, hier ist die Unfall. Gut und ausführlich dokumentiert. Danke, Officer. Dafür bin ich da. Gefangenentransport. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Verstanden, die nächstgelegene Einheit wird an ihren aktuellen Standort geschickt. Aber diesmal lief das... Die ist tatsächlich losgefahren mit ihrem Auto, ne? Und da hinten steht immer noch der Krankenwagen. Mit seinen drei... Hansels. So, dann warte ich jetzt noch, bis die... Pobacke da kommt. Da ist er ja schon. Bam! Ich bin gleich bei Ihnen. Ich habe gerade in der Nähe geparkt. Bitte kooperieren Sie und begleiten Sie mich zum Polizeimann. Keine andere Wahl. Warum latschen die da immer durch die Leute durch? So, dann kann ich hier auch gleich den abschleppen lassen, ne? Zack, Abschleppwagen. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Der da hinten auch übrigens. Ein Abschleppwagen wird in Kürze bei Ihnen eintreffen, Officer. Boah, da habe ich wieder den Unfallbericht super gemacht. Boah, krass, ey. Boah, ey, kickt euch das an, nicht ein Minus, ey. Boah. Krass. Ja, ich werde auch immer besser. Was ist denn da hinten? Keule! Was ist hier los? Hast du Kehren drauf Sie oder? Um. Mach eine Kehrtwende, Keule. Wenn du nicht fahren kannst. Ich verstehe das einfach nicht. Warum stehst denn du jetzt hier hinten? Ist da jetzt eine rote Ampel oder was? Nicht so. Alle Zeugen haben einen Bericht erhalten, ja. Kehren Sie um! Ich schick jetzt alle. Machen Sie eine Kehrtwende! Warte doch ab, bis der gedreht hat! Machen Sie eine Kehrtwende! Machen Sie eine Kehrtwende! Nimm einen schweren Unfall auf. Hab ich doch getan! Oder meinen Sie den da? Machen Sie eine Kehrtwende! So, gut, es ist egal, jetzt hat keinen Sinn. Ich hab die jetzt alle zum Drehen gezwungen. Was ist denn mit meinem Auto passiert? Scheiße, ich muss jetzt hier... Mann, ey. Was ist denn jetzt los? Hey! Ich habe Sie angehalten, weil Sie unerlaubt über die Straße gegangen sind. Es tut mir leid. Ich dachte, in dem Moment wäre es sicher. Doch nicht während meiner Schicht, Keule. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel für das unerlaubte Überqueren der Straße aus. Etwa 25 Dollar. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Kann er, von mir aus. Alles bringt gut. Nur nichts. Einen schönen Tag noch. Ciao. So, Hudson, kann ich jetzt hier nochmal... Okay, okay. Die fahren jetzt. Ich hab's wieder mal hingekriegt. So, die fahren jetzt. Alle Zeugen haben einen Bericht. Kollege Schinoschu. Was ist denn? Fahr weiter! Ist jetzt das Problem? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Ein Abschlepper wurde bereits an Ihrem Standort geschickt. Ich verstehe es nicht.
Beim besten Willen, ich verstehe das nicht. Nee. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschlepper wird in ein paar Minuten eintreffen. Kommt da jetzt ein neuer oder was? Hier für ein Stau ist. Wir haben eine Verkehrskontrolle, dafür brauchen wir noch jemanden. Okay. Ich kann das übernehmen. Mach ich. Nächste Ding. Wie sie die dran kriegen wollen, weil sie nicht geblinkt haben. Mann. Mann, das Auto hält aber noch eine Menge aus. Ihr seid doch besoffen, wirklich. Ich bin jetzt bei der Verkehrskontrolle. Ich weiß auch nicht, warum ich die Sirene angemacht habe bei der Verkehrskontrolle. Oh, hallo. Hallo. Oh, wir machen jetzt hier erstmal... Vielleicht mal ein bisschen weiter weg, ne? Weil sonst gibt es ja gleich wieder Stau hier überall. Oh, den da krall ich mir. Alter Finne, der hat aber was geraucht. So. Na los, komm mal ran hier. Mal gucken, ob er das hinkriegt. Jawohl. Hey, hey, fahren Sie an den Straßenrand. Hm. Wie geht's? So, warte mal. Richter? Wir haben einen Notfall. Wer ist verfügbar? Mann, was soll ich denn noch unterwegs. Alles machen? Nein, was ist denn jetzt? Mann, bist du denn... Alter, ist nicht dein Ernst, ne? Ich komme nicht mehr raus. Alter, du ver... Ey, dieses Spiel macht mich fertig. Ich komme hier nicht mehr raus. Kann ich hier irgendwie Spieler zurücksetzen? Es macht mich krank. Ich hab's eilig. Mann, Junge, lenkt nicht in meine Richtung. Bam, überfahren. So blöde die Menschen manchmal. Mann, raffst du das denn nicht, Junge? Polizeieinsatz. Trottel. Dieses Fahrzeug hat keinen Blinker gesetzt. Ist mir scheißegal. Mann! Da siehst du, es driftet hier wieder rum wie Fast and the Furious. Mache mehr Schaden, als dass ich irgendjemanden rette. Alter. Ja. Deine Schuld, eindeutig. Gott, ey.
Also, ob ich Officer des Monats werde, bezweifle ich. Piss mir jetzt hier. Zack. Mein Gott, die machen einen aber auch wütend. Jetzt hat die Müll weggeschmissen, ne? Ja, was ist hier passiert? Wo ist der Unfall? Nimm mal einen schweren Unfall auf. Wo ist der schwere Unfall? Hallo, Alexa. Mann, halt die Klappe. Das Ding hier? Ist alles im Arsch da an der Seite. Und hier drüben oder was? Mein Gott, nee, ey. Können Sie mal das Handy beiseite legen? Sagen ein Sie paar mir, Fragen. Sie? Ich habe vergessen zu blinken. Es tut mir leid. Machen wir gleich. Fahrer, Fahrzeug, ja. Kein Blinker jetzt. Es gibt einen Strafzettel wegen des unterlassenen Blinkens. Das kostet 60 bis 150 Dollar. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Ja, du, tut mir leid. So, zeigen Sie mir Ihren Personalausweis und Ihre Fahrzeugversicherung. Natürlich, Officer, bitteschön. Jetzt wäre so freundlich. Läuft noch. Läuft auch noch. Ich rieche Alkohol. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen. Ich werde bescheuert. Sehen, ob Sie betont sind. Ich muss Sie festnehmen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Bitte kooperiert. Bitte tun Sie das nicht. Mann, Madame, Alter, bist besoffen gefahren. Hier auf dem Bordstein. Junge, Junge, Junge. Was ist mit dir hier? Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Dieser Fahrer hat keinen Blinker gesetzt und dadurch einen Unfall verursacht. Ja, sag mir was, was ich noch nicht weiß. Zeigen Sie mir bitte Ihren Führerschein und wenn möglich einen Versicherungsnachweis. Ja, natürlich, Officer. Und? Alter, hier hat wirklich jeder Dreck am Stecken. Abgelaufen. Okay. Ich werde Sie nun mit einem Bußgeld zwischen 75 und 100 Dollar wegen Mitführung seines abgelaufenen Ausweises belegen. Warum ist das so teuer? Genau. Machen wir mal. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich teste, um zu sehen, ob Sie betroffen sind. Oh, mal nicht besoffen. Was noch? Ich werde einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gebracht sind. No. Respekt. Mal nichts. So, was gibt's noch? Warte. Was hab ich bei ihr noch? Mann. Sehe ich aus, als hätte ich jetzt Zeit dafür. So. Darf ich eigentlich durchsuchen? Arbeiten, ne? Sie bei der Durchsuchung bitte mit mir zusammen. Salatgurke? Okay, hier ist die Unfallbericht. Danke, Officer. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Hier ist die Unfallbericht. Danke, Officer. Ich brauche Verstärkung, um meine Gefangene transporten. da wie sich das immer anhört. Hier, okay. Unfallbericht. Ihr Unfallbericht. Danke, Officer. Sie dürfen fahren. Schönen Tag. Der fährt doch nicht mit der Karre. Never.
Was? Was tun die da? Alter Schwede. Gut. Ey, jetzt bist du doch nicht da reingefahren. Räume die Unfallstelle und schreibe einen Bericht. Alter, er ist reingefahren. Warum, Junge? Da hat er noch mehr einen Arsch gemacht, die Keule. Bist du noch... Ja, und jetzt am Handy rumfummeln, ne? Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Ich verstehe nicht, was passiert ist, Officer. Lass mich raten. Du bist besoffen. Ich werde mal schauen, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Oder Drogen. Oh, Respekt, Keule. Bitte kooperieren Sie und begleiten mich zum Polizeiwagen. Ich muss nur testen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Gut, Respekt. Nichts. Führerschein und Versicherungskarte, bitte. Ja, natürlich, Officer. Beides aktuell, gut. Aber er ist so eindeutig raufgefahren, ne? Fahren? Geschwindigkeit, Stoppschild? Nö. Eigentlich ist er ja rauf. Nee, bitte geht. Nehmen Sie Ihren Unfallbericht. Scheint in Ordnung zu sein. Danke, Officer. Klar, ist ja in Ordnung. Was willst du denn, Keule? Alles klar. Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. Wie geht's? Oh, er fährt. Ja, gut, okay. Ja, ja, klar. Fahr. Ein Auto muss abgesteppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Alter, hier ist... Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Hier ist der volle Stau. Hier passiert nichts, sage ich euch. Was ist denn da vorne los? Kollege Schnürschuh, was ist denn? Aufklärung einer Situation erforderlich. Ist jemand einsatzbereit? Warten Sie hier. Gehen Sie weiter. Ich verstehe das nicht. Hier ist 4561. Fahren ich kümmere zurück. Mich um den Unfall. Bewegung! Alter, ich verstehe das nicht. Alle Zeugen haben einen Bericht erhalten. Stelle Strafzettel aus. Ja, naja. Was machst du hier eigentlich? Warten Sie! Bewegung! Also das mit den Straßen hier, das haben sie ja nicht im Griff. Ich fahre jetzt mit meinem geilen Streifenwagen weiter. Diese minus 5, warum? Was machen die hier? Die. Ich muss mir das erstmal genauer angucken, was die hier machen. Weil ich hab doch gleich Schichtende. Brauche ich gar nicht mehr annehmen. Das ist die richtige Einstellung. Dieses Fahrzeug hat keinen Blinker gesetzt. Der ist so energisch rechts rangefahren, dass ich gleich wieder einen Unfall gebaut habe. Aber ich glaube, das fällt bei meinem Auto langsam nicht mehr auf. Oder? Also
So, kein Blinkzeichen hier setzen. Ich habe Sie angehalten, weil Sie es versäumt haben zu blinken. Ich blinke immer. Sie müssen sich irren. Ihre Sicht ist unaufsichtig. Führerschein und Versicherungskarte, bitte. Ja, den mache ich noch. Officer. Alles da. Und alles gültig. So. Fahren. Kein Blinkzeichen jetzt. Strafzettel. Ein Strafzettel und ein Bußgeld zwischen 60 und 150 Dollar wegen Nichtsetzens eines Blinkzeichens. Warum ist das so teuer? Ich hab den Bußgeldkatalog nicht gemacht. In Ordnung. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Ciao. So, endlich. Kann meine Karre mal in die Werkstatt, ne? Oh, der fährt kaum noch, der Wagen hier irgendwie. Oh! You say no, da-dun-dun-dun. Standard love. Spieler zurücksetzen, geht das? Eieieiei. Aber auch übel gerade, ne? So, ich stell mich hier hin. Bleib stehen, Junge. Aussteigen. Ratzfatz und rennen. Feierabend. Wie geil ist das denn? So, was ist mein Schreibtisch hier? Hier. Schichtende. Gucken wir uns noch die Punkte an, ne? Passwort Frank Miller. Boah. Verkehr? 45. Unfall. 144 plus 30. What? Du hast Graffiti-Vandalismus freigeschaltet. Halte die Augen nach Graffiti-Sprayern offen und erwische sie dabei, wie sie Eigentum in der Stadt Brighton verunstalten. Okay. What? Du hast eine neue Stadtteil freigeschaltet. Du kannst ihn auswählen, sobald du 5 Schichten deiner aktuellen Woche abgeschlossen hast. Downtown! Wow. So, Verkehr, Fußgänger. 5. Oh, Unfall nochmal. Verhaltenspunkt? Wo ist der Verhaltenspunkt? Minus. Unfall, okay. Bestimmt wie dem. Was habe ich denn da gemacht? Drogentest, Alkoholtest? Keine Ahnung. Schade, ich das nicht mehr sehen. Doch, hier kann ich sehen. Geil. So, minus 5. Unrechtmäßige Strafzettel für kein Blinkzeichen gesetzt. Mich verarschen oder was? So. Ändere zugewiesene Stadtteile. Du hast einen neuen Stadtteil freigeschaltet. Du kannst jeden Montag auswählen, in welchen Stadtteil du nächste Woche spielen möchtest. Hä? Verstehe ich nicht. Das ist jetzt hier Downtown oder was? Was haben wir denn heute? Freitag. Immer wieder Freitag. Stadtteilinformation. Ach du Scheiße. Hauptmenü, Legende, auswählen. Hier ist bestimmt dann... Alter, was kommt denn hier noch? Okay. Also haben wir jetzt hier Downtown. Naja, gut. Gut, das war's für die Folge. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Ich hoffe, ich habe euch unterhalten. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein. Ciao.